Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier der Marsch. Ich habe gerade mitgekriegt, dass hier eine Anzeige ansteht, Vlogging. Das heißt, unser Wasservertransporter und unser Kartoffeltransporter haben sich hier getroffen. Und die haben sich verhakt. Kurz eingreifen, dann läuft das wieder. So, dann gehen wir zurück zu unserem Strohfahrzeug. Schon wieder voll. So, und dann geben wir den Schwein noch kurz Stroh. Und wenn ich dann genug Geld habe oder Geld leihen zur Not, dann werden wir uns ein Stück Wald kaufen. Stroh müsste reichen für die Schweine, die brauchen nicht so viel. Hoffe ich jedenfalls. Ansonsten haben wir da auch noch ein Lager. Ja, Mist will ich noch, Mist auch noch fahren. Den Tacker können wir ja nehmen, müssen wir einen anderen Hänger nehmen. Ne? Also, die Tiere jetzt Futter kriegen, da habe ich so einen grünen gekauft. Da, und das ist ganz gut so. Dann können wir da ganz kurz Mist rausholen aus dem Misthaufen und dann mit der Fräse und dann das entsprechend voll machen. Falls ich nachts schlafen sollte. In meinem Dunkel werde ich nicht spielen. Das mache ich einfach nicht. Der macht schon dunkel arbeiten, ne? Das mache ich nur, wenn es sein muss. Wenn zum Beispiel dummerweise mal eine Frucht reif wird und gerade trocken ist und es längere Zeit Regen droht, dass wir nicht arbeiten können. Dann muss man auch, oder dann werde ich auch nachts durchziehen mit Licht arbeiten, ne? Aber wenn es vermeiden lässt. Dann machen wir es nicht. Ich denke mal, bald haben wir wieder die ersten Schweine fahren müssen. Zum Schlachthof. Aber das dauert noch ein bisschen. Den Anhänger lassen wir jetzt hier stehen. Und wir fahren jetzt ohne Anhänger zum Hof. Ja, der Anne ist angekommen beim... Oh, ist fertig. Düngen ist fertig. Machen wir nachher. Also, ich habe vorhin kurz durchgeschaltet. Und dann Gras noch nicht trocken. Das wird sicherlich morgen jetzt passieren. Auch bei 35 Grad dauert das eine Weile, ne? Aber ich sehe gerade, wird dunkel, ne? Gehen wir auf 1 zurück, damit wir noch was bisschen im Hellen arbeiten können. Jetzt wollte ich hier einen Anhänger kaufen. Mitnehmen hier unseren grünen hier. Die anderen müssen mal gewaschen werden, aber wie gesagt, eine Ernte kommt noch. Auf jeden Fall Hopfen. Ist hier ein bisschen Mist drin. Hat kein Gewicht, das ist gut. Brauchen wir nicht dazu. Und fahren wir die Fräse an. Kommen wir rum. Oh, gerade so. Ich sehe nichts. Seht ihr was? Also hier würde ich gut wohnen, ne? Also, ach ja, Tisch draußen, ne? Ja, hier könnte man auch so einen Kurs einfahren mit Outdrive. Mit langem Förderband. Aber das lohnt sich nicht. Hier wird ein bisschen, höchstens für die BGH, ne? So, vorne aktivieren. Manchmal geht das so ziemlich schnell, ne? Nur die Fräse ist nicht so optimal eingestellt. Manchmal ist das ein bisschen blöd. Da denkst du, warum arbeite ich nicht weiter? So wie jetzt, ne? Wenn man einen Punkt suchen muss, wo sie arbeitet. Ich könnte keinen Cosplay oder so machen. Das ist einfach
Wird nicht gehen. Lohnzahlung. Fast 2000. Was so Outdrive kostet, ne? Aber wenn wir alle selber fahren müssten, dann viel. Das könnten wir gar nicht schaffen in der kurzen Zeit. Die Produktion beliefern zum Beispiel. Ich glaube, es ist voll. Ja, nicht ganz. Dann fahren wir jetzt mal Richtung Produktion. Düngerherstellung. Ich meine, das klappt ja in so einem Wahrleben ja nicht, ne? Da gibt es ja andere Rohstoffe. Weiß ich, Kali und also Zeug vom Bergwerk, Phosphat, dann mischen wir zusammen. Die haben keine, es würde im besten Fall Kompass ergeben, ne? Wenn man das hier entsprechend lagern würde, länger Zeit, dann löst sie das entsprechend auf. Dann würde mit Hilfe von Würmern und anderen kleinen Getier verarbeitet werden. Na, das klappt gerade so. Dann können wir nachts, falls wir, na, wir schlafen garantiert. Ich werde hier nicht hier im Dunkeln arbeiten. Kommt mir da. Eine Hand lenken, dann ist ein bisschen blöd. Wahnsinn. Ja, jetzt haben wir Mitte Sommer, ne? Auch Tag 4. Dann müssen wir bald die Vorbereitung treffen für Aussaat. Raps. Naja. Gut, kein Stress. Muss nicht sein. Look auf. So, weiter geht's im Geschäft. Tamu. Ich habe ja nun einen kleinen Vorspann gemacht. Mal schauen. Marke Eigenbau. Mit Hilfe von einem Programm, das die Bearbeitung macht. Wo ich hier einzeln ab und samt werden kann. Darum geht's ja, ne? Das soll ja noch was aussehen, eine Möglichkeit. Ist zwar noch nicht perfekt, aber erstmal reicht's. Ist ja meistens so, wenn man in weiteren Zeit die Zeit vergeht, dann kommt man neue Einfälle und dann glaubt man, dass man es noch besser machen kann. Und dann wird es halt nochmal neu gemacht, ne? Ich habe da so gedacht, naja, ich verwende ja Farben für meine Titelprinzip. Blau für Thüringen, Rot für die Marsch und Gelb für Kettle und Kops. Und habe das so in den mit eingearbeitet. Wasser geht voll.
Der eine ist Arion voll und der andere ist Puma. Keine Ahnung. Ist der Milch alle geworden? Kann bald nicht sein. Junge, mit mehr Mist. Ich muss hier Förderband aufstellen. Und doch mit einem kleinen Anhänger fahren, ne? Den ganzen Tag. Kleinen Gülle fast und dann. Geht alle an Wasser rein bei der Zurück. Junge, die haben Graben vor der Haustür, ne? Komm, ein bisschen noch rein. Bisschen. Klappt nicht mehr. Zumindest die 90%. So. Ah gut, das reicht. Das wird für die Nacht ausreichen müssen. Und da ist ein Zaun, noch nicht durch. Hier muss ich es einfahren lassen, das ist auch nichts. Ich werde hier mit Förderbanden ausmachen müssen. Und zwar mit Verlängerung, weil dann müssen wir zumindest geradeaus fahren, ne? Theoretisch. Ich habe mal so ein Ding gesehen in einem Video. Da haben sie aus dem Mist das Wasser rausgepresst irgendwie. Da wird der ganze Mist noch fester. Oder was? Nee, das war Gülle gewesen. Gülle. Die haben die Gülle-Prinzip also abgesaugt und im Grunde die Feststoffe rausgenommen, so wie beim Mist, und haben so versucht, hier die Menge einzusparen bei Gülle. Ich meine, gut, man kann den Mist ja separat lagern, ne? Nur die Gülle muss ja einen großen Behälter haben, ne? So, Mist dürfte genug sein. 100.000 jetzt. Das sollte reichen. Dann nehmen wir einen Güllewagen und holen wir Gülle. Gülle geht ja schneller. Aufgehen, Boss. 17, 20.000. Das wird auf jeden Fall reichen für nachts, weil da. Also, ich habe meinen Kurs, jetzt fahrt er auch noch hin. Ich habe ja meinen Kurs da ein bisschen blöd gewählt. Also, im Nachhinein, ja, ist man schlauer. Wie immer und überall, ne? Aber gut. Dann muss ich kurz in Grün. Zurückholen. Aber so ist das, ne? Kleinigkeiten. Das war das ganze Problem mit Blocking. Wenn man Blocking ist und Wasser voll geht, dann weiß man warum. Aber in dem Fall gab es keine Erklärung. Ich will auch nicht jedes Mal, wenn was kommt mit Blocking, dahin rennen und so oder hinspringen.
Wird mir ja nie fertig. So, der wäre hier ein Güllewagen knappen. So, der Wasserwagen, der könnte Gülle. Aber jetzt sage ich jetzt äußerst appetitlich, ne? Oh, der Stromkasten stabil. Das A ist ein Silofahrzeug. Das brauche ich gar nicht nehmen. Aber der andere, das ist ein Güllefahrzeug. Alle beide. Der hellgrüne oder der etwas hellere Grün ist. Ja. Das war kein. Gärreste. Okay, dann machen wir nicht mal rein. Weil Gärreste und dann Güllelauf, das geht nicht. Aber wir können auch Gärreste holen, ne? Da können wir die Gülle verkaufen und die. Ah, sehe nichts. An die BGH. Aber aktuell ist eh genug Silage da. So. Ich muss mit dem G auch im letzten Fahrzeug gehen. Wäre ungünstig für. Gärreste wäre jetzt 42.000, müssten wir einmal fahren, dann kann er in aller Ruhe ausleeren. 50.000, 70.000 gehen noch rein. Dann kann er über Nacht arbeiten und am nächsten Tag. Dann haben wir jetzt fast 80.000. Das werden wir auch brauchen, wenn man die Aussaat näher machen, ne? Das brauchen wir auch. Und die Schnürze BGH und dann oben aus meinem Schwung. Später werden wir auch mal Gärreste verkaufen oder als Düngung vornehmen. Das müssen wir mal vorher machen, ne? Grünland wäre so eine Option, ne? Na gut. Nächste Mal Grünland. Oder hier nach dem nächsten Schnitt. Wir haben erst Mitte Sommer, einmal schneiden wir garantiert noch. Und so, liebe Zuschauer, ich habe wieder abgelaufen die Zeit. Dann sage ich mal tschüss und ciao, ciao. Ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Ja, morgen geht es hier weiter. Hier unter dem Arsch. Und da fahren wir einmal Gärreste und dann sehen wir weiter. Mal sehen. Irgendwann wollte ich noch Holz machen. Geht nicht unter ein paar, dass er tagen wird. Aber irgendwann schaffe ich das einmal. Dann mal tschüss und winke, winke. Bis dann und ciao und tschüss.